Der DAX auf Monatshoch. Wir reden über zwei wichtige Marken. Wir müssen die Fed-Rede von Jerome Powell noch einmal hinterfragen und natürlich mit dem Ausblick auf den Verfallstag, wie wichtig ist überhaupt das Open Interest? Und dazu habe ich im heutigen Finanztalk den Christian Schlegel zu Gast. Hallo Christian. Servus, hallo zusammen. Lass uns zuerst auf den DAX kommen. Der hat ja eine fulminante Rallye gezeigt. 2600 Punkte ab dem Jahrestief binnen weniger Wochen. Wie ist das überhaupt möglich? Lass mich dir mal den Chart zeigen. Wir hatten diese Bewegung hier. Die wurde kopfschüttelnd begleitet und ging hoch bis 13.500. Da war fast kaum einer dabei, denn wir haben ja diese Probleme. Ukraine und Taiwan und Inflation und Zinsen. Da war fast kaum einer dabei. Erst als wir dieses Hoch hier hatten, vom 17.8., also das überboten haben wir 13.947, kamen auf einmal heftige Umsätze rein. Und das Interessante, was momentan der Fall ist, wir bauen diese gesamte Bewegung hier ab. Nicht korrektiv, hier leicht runter, zum Beispiel auf eine 20-Tage-Linie, sondern seitwärts. Das spricht grundsätzlich für den Markt. Wir befinden uns hier in einer, das Ganze ist eine Bullenflagge, wir befinden uns hier in einem Seitwärtsmarkt mit den Punkten, wie ich sie momentan habe, bei 14.582, das ist hier oben, vom 25.11. ist hoch und 14.128, das ist hier unten das Tief. Erst wenn wir das nach oben verlassen haben oder nach unten, wird es interessanter. Was mir jetzt mal kurzfristig nicht gut gefallen hat, wir hatten mit Donnerstag, hatten wir wirklich eine gute Chance. Mal fußballerisch gesprochen, der hat in Elfer ohne Torwart und hat das Ding nicht reingebracht. Parallelen zu dem Spiel der Mannschaft oder zu den Spielen der Mannschaft sind durchaus gewollt. Ja. Der Markt hat diese Chance nicht genutzt. Das gefällt mir momentan ganz kurzfristig gar nicht, aber die Chance ist immer noch da. 14.582 Schlusskurs ist für mich ein Punkt, der hochinteressant ist. Aber das sind für mich die beiden Punkte, die uns in den nächsten Tagen weiter begleiten werden. Jetzt haben wir die zwei Marken geklärt. Jetzt lass uns gerne nochmal über Jerome Powell sprechen. Mittwochabend hat er ja die US-Märkte stark nach oben getrieben mit seinen Aussagen, die wir gleich auch nochmal challengen werden. Und dabei auch den Future über dieses Level, was du gerade genannt hast, getrieben. Wir waren ja ganz kurz im Endloskontrakt sozusagen außerhalb der Xetra Handelszeiten sogar schon über der 14.600. Ja, da waren wir wohl, da habe ich jetzt gar nicht so genau drauf geschaut. Ich meine, was sagt die Fed? Der sagt halt, er nimmt statt 0,75, was, also ich glaube eigentlich von den wenigsten Teilnehmern erwartet wurde, hat er gesagt, wir machen erstmal nur 0,5. Der wird nicht gleich aufhören, das heißt, wir haben keinen Zinspeak, das ist meine Meinung. Der wird es noch zwei, dreimal machen, 0,5 und so. Interessant wird, wenn er es dann runternimmt auf 0,25. Andererseits bin ich der Meinung, die EZB hängt ja hinterher und ich glaube nicht, dass sie das zum Beispiel nimmt, um dann von 0,75, was wir das letzte Mal hatten, auf 0,5 runterzugehen. Wir haben einen gewissen Nachholbedarf. Und deswegen kann ich mir also durchaus auch vorstellen, dass wir aus Europa Gelder abziehen und nach Amerika bringen, weil da ein Ende der Zinserhöhung in Sicht zu sein scheint, was ich für Europa noch nicht erwarte. Aber das ist meines Erachtens nach das, was man aus der Powell-Regel erwarten konnte. Die werden jetzt erstmal ein bisschen langsamer machen, weil sie können nicht in dieser Geschwindigkeit mitmachen. In Amerika haben wir, das glaube ich, haben wir das letzte Mal gesprochen, viermal hintereinander verringerte Inflationszahlen. Das haben wir hier gar nicht. Das heißt, für mich gäbe es, es wäre eine negative Überraschung, wenn sie das nicht, sie, Christine Lagarde, oder die EZB, wenn sie die Zinsen nicht doch weiter erhöhen würde. Ja, du sprichst die Verbraucherpreise an aus Deutschland, um die Zahl mit rein zu reichen. 10% glatt. Und in den USA 7,7%, aber die haben eben auch schon eher angefangen mit den Zinsanhebungen. Dadurch verschiebt sich auch so ein bisschen das Geld zwischen den Währungsräumen. Du hast es schon angedeutet, der Euro-US-Dollar ist sogar schon über die 1,05 geklettert. Und deswegen als kritisches Hinterfragen deiner Aussage, wenn der Euro steigt, sind denn dann wirklich die amerikanischen Anlagen besser? Ja, das muss man mal schauen. Ich glaube einfach, nehmen wir mal so Werte wie Nvidia oder Netflix, wie auch immer, die laufen einfach besser, also momentan. Der Nasdaq, um mal bei ihm zu bleiben, hat 27% verloren im Laufe dieses Jahres. Der DAX, ich glaube, der war jetzt bei 11% oder 10% in den letzten Tagen minus. Ich glaube einfach, da herrscht ein gewisses Nachholbedarf. Und da diese Nasdaq-Werte, die großen, Amazon und Alphabet und Meta, also wirklich verprügelt wurden, ja teilweise geviertelt, gefünftelt, glaube ich, die haben einfach mehr Nachholbedarf. Ob jetzt das jetzt währungsbedingt vielleicht sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja, aber ich weiß eins, wenn ich die Möglichkeit habe, in der Aktie 10-20% oder Nvidia seit Mitte, war das Nvidia? Nee, Netflix seit Mitte Juni der Wert sich verdoppelt hat, dann ist mir ganz ehrlich die Währung mal kurzfristig ein wenig egal.
Das ist natürlich auch ein unschlagbares Argument in dem Zusammenhang. Die Trades von dir und anderen Star-Tradern sehen wir natürlich auf der Plattform selbst. Und als drittes Thema wollten wir auch noch über den Verfallstag sprechen. Da ranken sich ja einige Mythen darum und viele sagen, ja, da gibt es ja das sogenannte Open Interest, da kann man ablesen, wo der Markt hingeht. Ist das wirklich so? Also tatsächlich ist es so, dass die Eurex die Open Interest Zahlen veröffentlichen von jeweiligen Course Inputs. Wir haben jetzt im Dezember großen Verfalltermin und ich habe das heute auch schon wieder mitbekommen, wird draufgeschaut. Wir haben an der Eurex ungefähr 400.000 Serien, also zum Beispiel für Deutsche Bank gesprochen. Wir haben 10er Calls, 10,5er und 11er, sind drei. Und die gleiche Anzahl Inputs auch nochmal, sind wir schon bei 6, davon nochmal 400.000. Aber der Derivatemarkt in Deutschland ist einer der erfolgreichsten weltweit. Wir haben 2,5 Millionen Derivate, Zertifikate, Optionsscheine etc. Und wir haben einen sehr gut funktionierenden OTC-Markt. Deswegen würde ich persönlich niemals das Open Interest von der Eurex irgendwie heranziehen, um daraus einen gewissen Magnetismus, bei 14.050 ist momentan das größte Volumen der offenen Kontrakte, um das heranzuziehen. Ich würde das nicht machen. Ich halte das für falsch und ich halte es eher für zufallsbedingt, wenn wir da liegen, weil die äußeren Märkte, Zertifikate, Faktor, Optionsscheine, OTCs, die sind wesentlich größer. Also das ist für mich ein Mythos. Ich mache das jetzt seit 35 Jahren. Das hat vielleicht 10-mal geklappt. Also mehr nicht. Ich halte es für Zufall, wenn es klappt. Wenn es so einfach wäre, würde es auch jeder tun, oder? Genau. Stimmt. Lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal auf den DAX blicken im großen Bild, denn wenn wir uns tatsächlich der 15.000er Region annähern, das ist ja die große Unterstützung, die wir im Jahr 2021 gesehen haben, und das wäre erstmal charttechnischen Widerstand, oder? Das hier ist das, was ich als Abrisskante nehme. Wir hatten hier oftmals gehandelt, hier vom 30.04.2021 oftmals unterstützt. Ich mache mal mein Fadenkreuz raus, dass man es besser sieht. Und diese Linie, da sind wir jetzt noch ein bisschen von entfernt, die ist bei 14.973. Wenn wir schon da sind, ist der Bereich von 15.000 mit Sicherheit so eine Art gewissen Magnetismus. Momentan, vor allen Dingen vor dem Hintergrund von dieser doch recht heftigen Aufwärtsbewegung, von der ich eben sagte, die wurde eigentlich mit wenig Volumen begleitet, kann ich mir vorstellen, dass wir drangehen, aber ich glaube nicht nennenswert drüber. Und grundsätzlich sind ja eigentlich die Probleme nicht wirklich von der Welt, sei das jetzt Taiwan, sei das jetzt die Ukraine und die Zinsen, das haben wir auch noch nicht gelöst. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass es für den Markt notwendig ist, zu atmen. Und ich rechne eigentlich eher damit, dass wir jetzt auf die nächsten 3-4 Monate nochmal hier auf die 200-Tage-Linie, die wir eigentlich fulminant überboten haben, nochmal kurz irgendwo hier in diesen Bereich reingehen. Und da muss man weiter schauen. Also ich sage jetzt nicht hier Haus beleihen. Wir hatten im Oktober über 10% Performance im DAX gesehen und im November rund 8%. Ist die Weihnachtsrallye eigentlich schon abgearbeitet? Also vielleicht kommt dann noch ein bisschen was. Wobei ich hatte gerade eben die Nasdaq erwähnt mit 27%. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Nasdaq in den nächsten 4 Wochen auch nochmal unter -20% geht. Also von hier aus zwischen 7 und 8% vorlegt. Ich glaube allerdings nicht, dass das im DAX der Fall sein will. Ich denke, sehr viel ist hier schon drin. Wie gesagt, eine 15.000 halte ich für möglich, aber viel mehr sehe ich kurzfristig. Vielen Dank fürs Gespräch und weitere Trades und Inspirationen gibt es dann im Login-Bereich. Dem Video bitte folgen, abonnieren. Wir freuen uns. Danke, bis nächste Woche.